Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Tribe Primitive Bilder. Ja, wir sind nämlich im Vulkanland und ich habe noch eine Quest, transportiere gewürzte Rationen zum neuen Marktplatz. 7 von 10, da muss ich gleich mal gucken, ob da schon was unterwegs ist. Und beim letzten Mal war ich ja so ein bisschen frustriert, dass ich da an der dummen Stelle da oben gestorben bin am Altar. Naja, gucken wir mal, wie oft das in dieser Folge passiert. Und damit, let's go. Ist natürlich die Frage, essen die Leute auch die gewürzten Rationen weg? Weil wenn ich die jetzt im Dorf 3 produziere, fressen die gleich weg oder wie läuft das? Brauche halt mehr Leute. Eigentlich müsste ich da mehr einstellen. So, denen fehlt halt Gewürze, ne? Ich glaube, ich werde nochmal zurück ins dritte Dorf gehen und eine Sammlerhütte nur dafür machen, dass die Kräuter sammelt. Ja, das macht Sinn. Und dann werde ich da auch gleich nochmal neue Leute besorgen. Eine Schlafhütte bauen, Speer, neue Leute, Sammlerhütte. Das ist jetzt die Quest. Mittelgroße Schläferhütte. Können wir das hier irgendwo hinstellen? Nee. Kriegen wir das hier noch dazwischen? Auch nicht. Aber hier hin. Ja. Hier geht. So. Mittelgroße Schlafhütte ist gebaut. Jetzt müssen wir mit dem Speer quatschen. Ich glaube, der ist gleich hier vorne irgendwo. Aber sieht gut aus. Oder? Ja, der kommt direkt ins Dorf gerade. So, moin. Ich brauche neue Bewerber. Ja, tue ich. Hab den Ort im Lagerfeuer. Bla bla bla. Ganz am Ende. Okay, laufen wir mal hin. So, Meister. Dich nehme ich mit. Folge uns bitte. Danke. Und den anderen dann noch. Danke. Sehr schön. So, wie viel haben wir jetzt? Wir haben 38 Arbeiter, 3 Untätige. Schlafplätze haben wir 44. Okay. Bevölkerung 41. Also wir könnten theoretisch uns noch 3 holen. Ja, und wir bauen jetzt hier eine Sammlerhütte, die nur Kräuter sammelt. Nur Kräuter. Sammlerhütte. So, der hätte jetzt hier 100% Kräuter. Das ist geil. Aber wir müssen sie irgendwo hinsetzen. Jetzt haben wir noch keinen Spot hier, wo wir das hinsetzen können. Ja, hier mitten in den Weg. Ja, setz mal hier rein, so in das gelbe Gras. Jetzt fehlt uns Bambus. Ich weiß, wo ich noch richtig viel Bambus habe. Im ersten Lager. Da habe ich nämlich die ganze Zeit Bambus farmen lassen. Und da sollten wir genug haben jetzt. Für über 100 auf jeden Fall. 120 Bambus. Nehme ich mit. Okay, nur noch ein Bambustotem und dann haben wir das Ding fertig. Und dann setzen wir da einen Menschen rein. Oder 2. Mal sehen. So, sammelt mal bitte Kräuter. Ich sammle jetzt selber auch noch ein paar Kräuter, die ich dann da einfach ins Lager reinwerfe, damit die Produktion mal ein bisschen angekurbelt wird. So, über 100 Kräuter ab ins Lager. Top. Die Ranken teilen wir auch mal. Tun wir auch mal ins Lager. Okay, nochmal kurz in den Stamm reingucken. Haben die noch alles? Brauchen die noch was? Die haben echt viele Steine. Sammeln mal bitte Kräuter. Die haben halt 70 Gewürze. Warte mal. Marktplatz 3. Liefer mal bitte Gewürze. Ah, die haben keine Messer mehr. Na dann stell mal bitte ein Messer her. Davon haben wir ja genug Stein. So, eine Lagerhütte müssten wir ja auch mal bauen. Mache ich gleich mal. Jetzt haben wir kein Holz mehr. Aber hier gibt es, glaube ich, Holz, ne? Diese komischen Baumstämme da.
Damit kann man echt schnell Holz farmen. Wenn man diese verkohlten Baumstämme abschlägt. Weil die brauchen nur einen Schlag. Und man kriegt 3 Holz. Okay, das hier ist ein bisschen schwierig zu hacken. Aber die hier? Easy. Das könnte mein Lieblingsholzspot werden. Weil ich habe jetzt 50 Holz innerhalb von ein paar Sekunden gefarmt damit. Das ist sehr effektiv. 70 Holz habe ich jetzt. Und ich habe nicht lange gefarmt. Also ganz kurze kleine Runde. Top. So. Erstes Lagerhaus. Können wir gleich mal gucken. Marktplatz. Das Zeug nehmen wir und stecken das mal ins Lagerhaus. So, jetzt quatschen wir mal mit dem Wächter. Das ist jetzt die Main Quest. Hast du das Gebäude errichtet, von dem du gesprochen hast? Ja, habe ich. Ein äußerst willkommenes Geschenkreisender. Als eingeschworener Beschützer des wertvollen Steins des Gottes des Feuerberges erlaube ich dir, am Geschenk unserer Gottes teilzuhaben. Nimm von unserem Gottesstein, was du brauchst. Aber wisse, dass ich dich nicht als einen von uns akzeptieren kann. Dieses Recht steht nur dem Häuptling zu. Seine Zustimmung wirst du nicht so leicht erhalten wie meine. Du wirst sie dir verdienen müssen, wenn du die Wellenreiterin befreien möchtest. Entschuldigung, es ist 9 Uhr morgens. Es tut mir leid. Hast du einen Plan, wie du dich bei unserem Häuptling einschmeicheln möchtest, Reisender? Ich werde einen Altar errichten. Ein Altar? Hm. Er ist wirklich tiefgläubiger Herrscher. Ja, das könnte funktionieren. Suche mich auf, wenn du den Altar errichtet hast, von dem du sprichst. Werde ich. Okay, jetzt soll ich den Altar wieder aufbauen, wie in den anderen Dörfern auch. Immer der gleiche Scheiß. Halt jetzt nur ein bisschen schwieriger. Wahrscheinlich. Da wird wahrscheinlich viel Obsidian eine Rolle spielen. Gucken wir mal. Ich wollte gerade mal eine Sammlerhütte vielleicht hier hinstellen. Guck grad. Die kann nur Stein sammeln. Hier ein bisschen. Jetzt hier kommt ein bisschen gelbes Gras. Okay. Jägerhütte. Nichts. Farmhütte auch nichts. Steinmetzhütte? Obsidian, ja, ja, okay, okay. Theoretisch könnten wir eine Steinmetzhütte hinstellen und die dann Obsidian herstellt. Aber ich glaube, wir brauchen erstmal, was wir dringend brauchen, glaube ich, eine Werkzeugmacherhütte. Oder? Oder ich baue hier halt Werkzeug selber. Naja, wir gucken mal, was der Schrein da oben haben möchte, der Altar. Wo Schieferstein möchte der haben? Okay. Ja auch. Ja auch, okay. Schieferstein, Schieferstein, Schieferstein. Okay. Also bis jetzt möchte ich da nur Schieferstein haben. Na dann farm ich das doch mal ab im dritten Dorf. Oh, eigentlich müsste der aus meiner Steinmetzhütte. Alter, 162 Schieferstein. Naja, das nehmen wir noch mit, oder was? Easy peasy. So, dann bauen wir die ersten Dinger hier schon fertig. So. Er möchte noch mehr Schieferstein. Und Obsidian jetzt hier. Holz und Obsidian. Okay, verstehe. Ja gut, dann müssen wir Obsidian farmen. Aufpassen, hier kann man runterfallen. Nehmen wir erstmal so viel mit, wie ich hier kriege. Aber ich habe einen neuen coolen Obsidian-Spot gefunden hier oben zwischen der Magma. Gibt's echt viel. Gibt's hier nicht irgendwo was zu trinken? Ach ja doch, hier. Da, das Wasserloch. Da ist es. Okay, irgendwas mit Ranken will er jetzt hier haben. Hier Obsidian. Okay.
baue alle Altäre wieder auf. Gerade ein Achievement bekommen. Ja, nice. Sieht schön aus. Doch, gefällt mir. Finde den Wächter. Dann quatschen wir nochmal mit ihm. Weil theoretisch müssten wir jetzt irgendwann auch die Leute kriegen, ne? Die jetzt hier noch da sind, die müssten ja irgendwann zu uns mit überlaufen. Ist der neue Altar errichtet? Ja. Gut, gut, gut. Ich habe es versprochen, also bekommst du jetzt eine Gelegenheit, mit ihm zu sprechen, wenn du das möchtest. Das tue ich. So, finde den Häuptling. Alter, der ist da ganz, ganz, ganz hinten. Hier gibt's noch richtig, richtig viel Holz, das ich abfahren kann. Oh, hier war ich noch gar nicht. Ich hörte, du bist der Fremdling, der Nahrung und das Wissen, um den neuen Altar zu errichten, mitgebracht hat. Bin ich. Ich heiße dich als Freund willkommen, denn deine Geste scheint den unendlich weisen Gott des Feuerbergs erfreut zu haben. Sprich, wenn es ein Geschenk gibt, das ich dir in seinem Namen machen kann. Befreie die Wellenreiterin. Was? Ich soll was tun? Sie, eine Verräterin, die nicht nur den Feuerberg, sondern auch unseren Stamm verraten hat. Sie hat mich verraten. Du bist immer noch herzlich eingeladen zu bleiben, da du mein Volk geholfen hast, aber ich warne dich, sei nicht so dumm und bitte mich nochmal darum, diese Verräterin zu befreien. Okay, okay, okay. Wir haben Bevölkerung 45, Schlafplätze 44. Wir müssen Schlafplätze errichten. Okay, 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 okay. Na, bevor es jetzt Stress gibt, baue ich noch eine Schlafhütte im zweiten Dorf. Mir fehlen Ranken. Ranken. Haben wir noch was hier im Inventar, also im Lager? Zwei, lol. Nee, das bringt uns nichts. Ich glaube, hier hatte ich noch sehr viele Ranken. Kurz mal in die Stämme gucken, ob noch alles funktioniert. Die sammeln auch gerade Ranken hier. Ja, mach mal bitte eine Axt. Das hier sieht auch gut aus noch. Das sieht auch gut aus. Ja, ist alles okay. Okay. So. Schlafhütte gebaut. Das müsste jetzt auch das Problem behoben haben, dass wir nicht genug Schlafplätze haben. Genau, wir haben Schlafplätze 49 und Bevölkerung 45. Wir haben 5 freie Arbeiter. Schön, 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 schön. Können wir noch bei Gefahr freischalten. Obsidian-Totem können wir bauen. Die Arche stützen. Die Arche stützen. Ich glaube, ich muss die Quest weitermachen, ne? Um herauszufinden, was wir jetzt als nächstes machen müssen. Wir sollen nochmal mit dem Wächter quatschen. Dein neuer Altar bringt uns allen große Freude, Reisender. Wie meinst du das? Ist seine Majestät nicht zufrieden? Nicht genug. Das muss für deine Quest ziemlich ungünstig sein. Aber ich kann dir versprechen, dass der Rest des Stammes deine Arbeit sehr schätzt. Wenn wir dir helfen können, unseren edlen Anführer umzustimmen, werden wir dir helfen. Ich brauche Zeit. Wie gesagt, wenn wir dir helfen können, tun wir das. Geh und bete zu deinen Göttern und unseren göttlichen Meistern. Wenn du dich dazu verpflichtet fühlst, möge das große Feuer deinen Weg leiten. Werde ich, danke. Führe das Ritual Heiliger Obsidian durch. Was ist denn Heiliger Obsidian? Das hier. Da schalten wir ein Obsidian-Totem frei. Okay. Wie viel von diesem Obsidian haben wir jetzt noch? 40. Verstehe. Oh, ich glaube. Nee. Schade. Ich dachte, durch die
durch die, dadurch, dass ich den Schrein wieder aufgebaut habe, ist dieser Weg jetzt wieder verfügbar, den ich da genommen habe. Den ich genommen habe. Und dann bin ich runtergefallen und gestorben. So, aber ich würde sagen, das war schon wieder mit dieser Folge Tribe. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst den Like nicht, das Abo und den Kommentar. Füttert ein bisschen den Algorithmus, das hilft mir. Und motiviert mich auch, neue Videos zu machen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und eine schöne Woche. Schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.